Ich bin nur noch glücklich. Guten Morgen, Liesel. Oh, wo ist dein Schnurrbart? Bist du wieder weg? Oh. Man muss eine Eisenbahn. Sie freut mich auch. Man kann eine Eisenbahn. Baba schleimt. Ohne die Batterie reinzumachen. What? Ja, wir haben so eine Eisenbahn. Ja. Ja, können wir erzählen, ja, wo wir meine Beine. Ja. Schatz, willst du uns auf die Bühne? Da ist bestimmt irgendwo eine, Idi. Hey. Wie? Die ist immer so klein. Ein Baby. Was suche ich? Eine Mütze. Was finde ich? Ein Baby. Okay, mein Schatz, gib Kuss. Viel Spaß. Ich bin die Creme? Tschüss, mein Schatz. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt geschminkt. Der Idi holt jetzt die Kinder. Und das Ganze nochmal, weil ich glaube, ich war eben unscharf. Also, der Idi holt jetzt die Kinder ab. Wir haben total das schöne Wetter. Ich habe mich geschminkt und auch ein bisschen zurecht gemacht. Ja, bin ziemlich aufgeregt wegen meine Lippen, die werden ja heute gemacht. Habe ich das erzählt? Habe ich nicht. Also Botox geht in der Stillzeit auf jeden Fall nicht. Aber Hyaluronsäure ist erlaubt. Und das werde ich mir auch in die Lippen heute reinmachen lassen. Ich bin total gespannt, wie das Ergebnis wird. Also zu natürlich. Ich habe eben überlegt, die ganze Zeit habe ich gesagt, natürlich, natürlich. Ich habe mir sehr viele Videos angeschaut, sehr viele Fotos angeschaut. Ich finde so ein Tick mehr als natürlich schön, aber ich habe so viele Fälle auch gesehen, wo das einfach nur katastrophal aussah. Bin gespannt, wie das bei mir aussehen wird. Ja, also ich muss jetzt alles zusammensuchen, Videolicht und Kamera, weil es wird wahrscheinlich gedreht. Wir gucken, ob wir drehen dürfen oder nicht. Wenn nicht, dann mache ich nur vorher nachher und bin gespannt, wie das Ergebnis dann wird. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Großrumstadt und ich bin total aufgeregt. Idi? Termin um 15 Uhr. Der Idi hat um 15 Uhr einen Termin, hat alle vier Kinder. Ich muss gucken, wie wir das alles machen. Keine Ahnung, um 15 Minuten muss ich in Großumstadt sein. Der Hau muss auch kommen, weil ich habe die professionelle Kamera mit dabei. Und da kann ich den Display halt nicht schwenken. Und ich habe keine Ahnung, was ich dann da filme. Ob ich überhaupt filmen darf, wissen wir auch noch nicht. Das muss der Arzt auch nochmal abklären mit dem Krankenhaus. Mit der Rechtsabteilung, ob das ja, machbar ist oder nicht. Ich bin gespannt, was er mir dann gleich sagt. Der ist selber total aufgeregt und kann das überhaupt nicht mit der Kamera, meinte er. Bin total gespannt, wie das jetzt alles sein wird. Ich bin jetzt hier in Großumstadt auf dem Weinberg. Und hier gibt es ein Pharmahaus, sehe ich gerade. Da kann man irgendwelches, also amerikanisches Steak essen. Und die Kinder schlafen, die Selin ist gerade ein Bürger, Jan, ist auch ganz gut. Und ja, also ich fahre nicht, also ich rolle eigentlich mit Schrittgeschwindigkeit, hier ist nichts. Man kann hier richtig schön runter gucken in den Tal. Patricia ist jetzt beim Arzt wegen ihren Lippen. Ich habe schon gesagt, wenn der das nicht gut macht, helfe ich nach. Dann hat sie ihre Botox. So sieht Großumstadt jetzt mal gerade von hier aus. Läuft das? Bin ich zu sehen? Ist irgendein Koffer abgeschnitten oder sowas? Nee, alles gut, aber es läuft, ne? Ja. Bist du sicher? Nicht, dass ich jetzt ziemlich kürre. Am Ende. Da, guck mal, der rote Punkt gut. Heißt, es läuft. Alles klar. So, der Jan ist schön ruhig. Oh, jetzt will er wieder. Ich roll mal weiter. Nein, 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 Gianni, alles ist gut. Alles ist gut, mein Schatz. Alles ist gut. Nein, nein, nein. Alles ist gut. Meine Lieben, ich bin mittlerweile bei Dr. Lange angekommen. Lang. Lang, wie gut. Und das ist Dr. Lange. Lang. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis die Behörden kommen. Die kommen hier 14:45. Wir haben jetzt 14:45.
Ich denke, bis dahin haben sie jetzt, habe ich mir gedacht, gehe ich mal mit den Kindern raus. Die anderen zwei schlafen im Auto. Mausi, nimm mal das Chile. Ich muss das Fenster offen lassen. Die Sonne scheint. Hallo, Selin. Wo sind wir hier? Hier, Loop. Loop sind wir hier. Das nennt man. Oh, ich weiß gar nicht. Loop. Loop nennt man das? Ja, Loop. Sehen, dass schon ein kleiner Effekt da ist. Ja. Der richtige Effekt kommt ein bisschen durch. Ich persönlich sehe, dass ich auf der Seite hier noch ein kleines bisschen nachlegen muss. Wenn Sie minimal, gell? Genau. Ich merke es, ja. Da an der Stelle ist an der rechten Seite ein bisschen mehr als da. Ja. Aber da geht es wirklich um Millimeter. Das ist ganz, genau. Wisst ihr, was das ist, was da, wo ihr eben wart? Wisst ihr, was das alles ist? Was für Bäumchen sozusagen das sind? Himbeerbäumchen. Nein. Erdbeer? Nein, guck mal auf den Stein. Was ist auf dem Stein? Nein, nein, geh mal ein bisschen zurück. Ach so, das sind Trauben. Genau, und das sind Trauben. Weintrauben sind das. Mein Schatz. Mach das, Maus. Selin wäre schon 10-mal hingefallen. Weg dich, Schmetterling. Hast du den Schmetterling gesehen? Bisschen, mein Schatz, aber der war schon weg, als ich da war. Ich bin nur noch glücklich. Bis dann, Mama. Keiner kommt. Bis dann, Mama. Keiner kommt. Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. So, mein Schatz. Seit gestern ist mir Tür genommen. Ich hab nicht. Klaus, sie hat mega Hunger. Ja, du bist hier. Ja. Warte. Nächstes hier nehmen wir sind bei Klaus im Laden, wollte ich schon sagen, bei Ivi. Gute Perspektive für dein Bäuchlein. Mein Bäuchlein? Ist alles, hat gar kein Bäuchlein. Alles Waschbrett. Was ist das? Achso. Hey. Klappe. Du bist gerade aufgenommen, also sagst du das nicht. Sagst du wieder zu Idi. Wer hat das gesagt? Du hast was zu mir gesagt. Ich hab was gesagt? Was hat er gesagt? Halt die Klappe. Halt die Pappel. So, Idi. Lisa, geh mal her. Ich muss mal noch dich ein bisschen öfters aufnehmen, wegen den Mitteln. Also, ich finde es sehr natürlich. Na? Es fällt gar nicht auf. Auf der Kamera, er weiß gar nicht, ob es auffällt. Ehrlich, ich finde, aber warte. Perfekt. Guck mal, wie du geschrieben hast. Top, ja. Was hält man hier? Hast du die Stelle gewechselt bekommen, ne? Hier? Ja. Komm mal. Arme und Johnny. Hallo meine Lieben, wir sind hier in Idis Laden, deiner neuen Arbeitsstelle, ja. Die zukünftigen Asia-Partys. Brauchst du die Würfel her? Müllmann. Ich schalte dich jetzt aufnehmen soll. Oh, ja. Aber es leuchtet jetzt nicht mehr, ne? Pass auf, dass die, ja, die Dinge nicht verrückt. Hallo, Julia. Ich brauche keinen Rauch mehr da.
Ja, wenige Sekunden läuft die gelbe LED permanent. Setzen Sie den Melder auf die Montagekarte, um die Internet abzugeben. Ansonsten der Melder alle 5 Sekunden, alle Sekunden einen Warnton ab. Das passt jetzt. Blinkt der. Er blinkt, ja. Der auch? Ja, ja. Dann ist es richtig. Ja, jetzt blinkt er. Ich hab schon ein bisschen grün. Blinkt die beiden. Ah ja. Zeigt er gleich. Hat schon. Guck, Scheiße, Klaus, stinkt! Guck, Klaus, schnell! Was? Da! Stell mal vor, Idi! Du hältst so Finger ein, das war die, die, die! Türke, Türke! Stinkt! Türke, stinkt! Bibi John? Hallo, Bibi John! Bibi John braucht neue Klamotten! Echt? Ja, wir haben keine mehr, wir haben nur noch Kleinchen. Das geht auch, oder? Okay? Langsam lässt auch die Wirkung von dieser Betäubung nach. Richtig gut. Ich fühle mich schon besser. Und wisst ihr was? Ich streiche den Test heute doch wieder. Nein, nein, wir fahren jetzt Loop. Ich krieg dich leider nicht geschoben. Wieder? Ja. Hallo, mein Schatz. Ich bin ziemlich fertig, ich bin einfach sehr müde, muss ich sagen, weil Baby John auch ziemlich viel weint. Zeit, nach Hause zu kommen. Und ja, meine Lippen geht soweit ganz gut. Hier ist so ein kleiner Knubbel. Und das meinte der Arzt, darf ich so leicht wegmassieren. Man merkt es so ganz bisschen, aber davon hat er mir halt auch gesagt, dass es sein kann. Wow! Selin, super! Ja. So, Archie macht da weiter die Hausaufgaben. Also machen gibt es. Dann gibt es was noch? Selin, Selin, Selin! Ich doch mal weg. Bei den nächsten sind, oder? Nein. Du hast machen und? Ja. Also, meine Lieben, wir sind mittlerweile zu Hause angekommen und ich zeige euch mal schnell, wie es aussieht, meine Linse. Okay, ich dachte schon, vielleicht kaputt oder so. Isel, Isel, Isel. Wie es aussieht, wenn wir rausgehen. Und das ist jetzt nur eine einzige Einkaufstüte. Der Rest war einfach alles mit. Nein, die Louis-Vuitton-Tasche nicht. Die packe ich vorhin aus, als wir weg sind. Meine Tasche habe ich gekauft. Sporttasche. Kamera, Schulranzen. Ein Kind, noch ein Kind, dritte Kind, vierte schläft. Und das ist mein neues Licht und das ist mein neues Stativ für dieses Licht. Ja, Beauty-Videos können kommen. Ich wollte die ganze Zeit Foto heute von mir machen auf Instagram. Ich habe bestimmt 20 Fotos gemacht und fand irgendwie alle hässlich. Ich finde, heute habe ich mich nicht so gut geschminkt. Der Eyeliner muss, glaube ich, irgendwie deutlicher, wenn man so heftige Wimpern drauf macht, dann muss der Eyeliner auf jeden Fall stärker sein. Schatzi, es ist total schön, dass du so gut drauf bist, aber bitte nicht so laut. Ich glaube, der Klausi kann uns weiterhelfen. Klausi. In meinem Zimmer waren so große Blätter. Ich glaube, die hat Zellen alle kaputt gemacht. Oh nein, es sind keine Blätter mehr hier. Ja. Wenn Mama weiß, wie der kommt. Zellen! Hey! Zellen ist nur am Zaubern. Zellen, du isst den halben Teig auf. Ich habe noch so einen kleinen Stativ. Den habe ich, glaube ich, schon seit ich in Amerika war, seit 10 Jahren. Kann ich ja mal auspacken. Also, ihr macht weiter, die haben das gemacht. Ja. Okay. Und ja. Also, was soll ich jetzt da weiter? Ja. Wo steht das? Zellen! Oh mein Gott, aber kein Teppich geschrieben. Ja, aber nicht so viel trinken, Schatz. Das ist doch. Das schmeckt doch nicht mal. Und schon. So.
Also wer ist schwerer? Ja, also meine Lieben, wir gehen jetzt schlafen. Meine Lippen sind leicht geschwollen, weil ich auch so ein bisschen dran rumgespielt habe. Sollte man mir das nicht übertreiben, gell? Naja, egal. Ich sehe aus, wie ich aussehe und bin gespannt, wie die Lippen morgen aussehen werden. Also, gute Nacht. Auch ich rede mittlerweile nicht mehr so komisch, sondern ich habe gesehen im Video, hui, zeitweise war ich total schief. Du hast einen Ex auf den Kopf.